Hallo und herzlich willkommen bei Rock mit Oliver. Leider das letzte Mal. Es war eine wunderschöne Zeit, aber sie ist ja noch nicht vorbei, denn heute kommt eine Band, die ich wirklich sehr schätze. Allein vom Namen her. Turbo Bier. Die Mundart-Punk-Rock-Band aus Wien-Simmering ist auf Erfolgskurs. Provokation, Spaß und dazu eine Message. Das ist Turbo Bier. In ihrer dreijährigen Bestehensgeschichte können sie nicht nur einen Amadeus Award ihr eigen nennen, sondern haben neben einem Plattenlabel und einer Partei, wie soll es auch anders sein, sogar ihr eigenes Bier. Wenn du gerne fett bist und jeden Tag aufsoffen, dann wähle es uns die Bierpartei, wir werden die Altsteuer abschaffen. Aber ob Frontsänger Marco Pogo neben Braukünsten auch mit Kochkünsten punkten kann, wird er jetzt an Olivers Seite zeigen. Ja, servus. Hallo, servus. Siehst du was mit der Brille? Wenig, aber ich habe mich daran gewohnt in den letzten Jahren irgendwie. Ich habe oben auf meiner Gitarre noch so die Bünde mit einem weißen UV-Lack lackiert. Das ist sehr gescheit. Ja, jeder Gitarrenfetischist wird meinen, das macht man nicht, aber... Man sollte es auch blind finden, ne? Also angeblich sollte man ja blind trainieren, ne? Ja, aber das... Also wir nicht. Oh ja, ich koche auch nicht blind. Wir kochen heute übrigens etwas sehr Rockiges. Und zwar ein Chili. Und das gehört zu einer Tournee wie Bonnie zu Clyde. Das liegt zum Teil daran, dass es nicht nur großartig schmeckt, einfach ist und schnell geht, sondern vor allem auch aufgewärmt noch unglaublich gut ist. Olivers Chili wird jetzt aber nicht klassisch mit Fleisch, sondern sogar vegetarisch zubereitet. Du bist Vegetarier oder Veganer? Veganer sogar. Veganer. Was in dem Fall vollkommen Blunzen ist, weil alles vegan ist. Absolut, ja. Was an Käse? Das vielleicht der Käse nicht, aber... Wir werden ein bisschen was ohne Käse für dich machen. Folgendes, kochtechnisch bist du ja versiert. Ja, total. Total. Aber Karotten und gelbe Rumschön wird schon mal funktionieren, oder? Das geht, ja. Wie muss ein Chili für dich funktionieren? Muss das scharf sein schon, oder? Ja, ich bin lustigerweise, ich sage es nicht ohne Stolz, Gewinner der Austrian Chili Challenge. Echt? Ja. Also das wusste ich gar nicht. Es ist halt, ich gehe ja nicht damit herumprallen. Also du hausierst nicht mit deiner Schärfe. Mit meiner Leistung. Aber ja, da gab es da einst in Wieselburg. Da trifft sich ja, dass wir den auch gekauft haben, Alter. Ja, kann der was? Ja, wo angeblich. Also riechen tut er schon mal so, wieder einen Schluck aufkriegen. Wie scharf, das werden wir später noch sehen. Oliver hat nun den Zeller zugeputzt und in feine Streifen geschnitten. Die müssen aber genauso wie die Karotten noch etwas kleiner werden. Sollte das wegschneiden? Sogar. Ja. Hast du es ertastet oder gesehen? Da ist was dran, ja. kleine Würfel, also so klein du es zusammenkriegst. Du musst jetzt keine Doktorarbeit draus machen, gell? Okay. Nein, also ich werde mich bemühen. Aber ja, natürlich sowas wie... Doktorarbeit, also ich habe irgendwie gehört, da gibt es so Gerüchte. Stimmt es, dass du Medizin studierst? Schau so aus? Nein. Ah, okay. Ich hoffe, dass das beantwortet, das relativ prompt. Naja, vielleicht im Bereich der Biologie oder Hopfenheilkunde. Dr. Turbo Bier alias Marco Pogo verdient aber auf andere Weise sein täglich Bier. Wir sind sehr viel unterwegs und spülen uns eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes die Finger wund. Ja. Und das allein erleichtert es halt schon, weil wenn wir unterwegs sind, müssen wir uns unsere Hüsel nicht selber irgendwie... War das die Grundidee, euch so zu nennen und überhaupt eine Band zu gründen eigentlich? Ja, eigentlich schon. Ich bin ein ehrlicher Mensch, das ist so, ja. Das finde ich gut. Das heißt, ihr kennt euch als Band woher? Aus der Schule schon? Oder? Nein, vom Schnellim bis Helga in Wien-Simmering. Aha, okay. Wo wir uns eigentlich... Habt ihr euch da zufällig getroffen bei jeden Abend Bier? Genau, wo wir uns zufällig jeden Abend eingefunden haben. Sag mal, was isst man auf einem Würstelstand als Veganer? Oder trinkt man trinkt nur Bier. Noch? Okay. Ja. Das geht schon. Mit der Mundl schon richtig gesagt, das bisschen, was ich isst, kann man trinken. Ja, genau. Ansonsten jetzt für die Tipps für die Veganer da draußen, wenn wirklich Not am Mann ist oder an der Frau, ein gutes Hotdog-Weckerl mit Senf und Ketchup. Curry? Ja, mal, das ist ja, aber die Curry-Dichte bei so einem Würstelstand ist, außer es gibt eine Currywurst, das stimmt natürlich. Danke für den Tipp, das werde ich mal probieren. Und probier mal Pfefferoni, also je später der Abend, dann Pfefferoni eine Stückchen. Zu den Zellerwürfeln kommt jetzt auch eine kleingeschnittene rote Zwiebel. Und weil wir ja so multitaskingfähig sind, kümmert sich Oliver noch um eine Beilage fürs Chili.
das Wasser kocht jetzt da auch gleich auf. Ich habe da einen Langkornreis, den werden wir dazu schmeißen. Denn wir machen so einen Minz-Limetten-Reis als quasi Sättigungsbeilage auch noch. Boah. Jetzt sag einmal, warst du schon tätowiert, bevor du in der Band warst? Oder? Ja, schon frühzeitig. Das hat angefangen in den 90er mit einem Tribal da hinten. Nein, ich habe kein Tribal. Was ist ein Tribal? A Tribal. Aber wir nennen es liebevoll Tribal. Weißt du, diese. Ein Arschgeweih? Ein Arschgeweih, ja. Also, okay. Ich war mir jetzt sicher, ob ich Arschgeweih sagen darf. Ja, na sicher. Doch, auch machen Männer. Nein, ich habe kein Arschgeweih, aber. Also, so, okay. Das kommt da rein. Aber es war die. Ja, bitte. Das war die ursprüngliche Idee. Nein, Blödsinn, oder? Das war die ursprüngliche Idee. Nein, das ist ein bisschen eine Sucht. Das fängt einmal an und dann hört es nicht mehr auf. Die Karotten dürfen nun gemeinsam mit Zelle und Zwiebel Röstaromen sammeln. Aber was wäre ein Chili ohne Paprika? Die kommt jetzt genauso unters Messer wie etwas Knoblauch. Aber das Thema Tattoos lässt Oliver keine Ruhe. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Ja, lustigerweise sind meine Eltern genau von dem gleichen auch tätowiert. Aha. Aber ein guter Ansatz, auf jeden Fall muss man da nicht diskutieren. Nein, aber wirklich auch erst jetzt vor kurzem, ja. Weil ihnen das gut gefällt. Und ja. Fährt der Papa Harley? Nein, manchmal mit dem Rall zum Bahnhof. Okay. Das klingt wie ein Ostbahn-Kurti-Lied. Ja, fährt der Vater Harley? Nein, mit dem Rall zum Bahnhof. Und damit unser Chili am Feier auch so wird, wie es gehört, würfelt Oliver jetzt auch noch eine große Fleischtomate. Die ist besonders für Soßen, Suppen und Geschmortes geeignet, da sie nicht nur sehr saftig ist, sondern auch viel aromatisches Fleisch und wenig Kerne besitzt. Aber wieder zurück zum Feier der überaus scharfen Chilischote. Das kommt auch gleich rein. Ja, so viel du magst. Ja? Ja? Die Frage ist, wie viel ich davon dann koste. Wir werden jetzt gleich einmal das Tomatenmark dazugeben. Ich werde mal die Probe aufs Exempel machen. Ja, probier mal so. Machst auch du allein, sag ich mal. Ja. Ich fürchte mich, dann schmecke ich nämlich nachher nichts mehr. Was? Ja, das ist mir auch wichtig, dass wenn es, es darf scharf sein, aber es muss ja noch immer gut sein. Ja, das ist ein Ansatz, den ich gut finde. Es bringt alles nichts, wenn es dann irgendwie unessbar ist oder man den. Boah! Der kann schon was, gell? Der kann was, ja. Ja. Also, du hast schon probiert jetzt oder nicht? Nein, ich hacke ihn zuerst. Warte mal, ich ein kleines Stückchen probiere, aber wirklich nur ein kleines. Ja. Wenn jetzt gleich rot wäre. Ja, der ist Hölle plus. Alter. Ziemlich heavy. Oh ja. Weißt du, wie wir das machen? Wir tun nur ein bisschen was rein, ja. Und den Rest legen wir vielleicht zur Seite und dann kann jeder, wie er will. Das ist ein guter Ansatz. Boah. Weil das. Ich freue mich auf den Reis, wenn der fertig ist. Ich glaub, schon gut, oder? Es ist sehr gut. Wir sollten bald läschen mit irgendwas. Schau mal, magst du was haben jetzt? Wie wäre es mit einem Bier? Aber Alkohol hilft ja. Ja, natürlich. Alkohol hilft immer. Das macht ihr selbst. Also, wir in Zusammenarbeit mit einer Brauerei. Mit einer Brauerei natürlich. Wir sind keine Braumeister, aber wir kennen die richtigen Leute fragen, die uns da helfen. Und wir sind ja bis zu einem gewissen Grad auch Selbstversorger. Es ist wie wenn du daheim am Bauernhof hast und du hast deine Händeln, haben wir unsere Haus- und Hofbrauerei. Der ist scharf, der Chili. Der ist wirklich scharf. Ja. So. Aber du kriegst Flaschen oder nicht? Eigentlich, ne? Warte mal. Soll ich da eine aufmachen? Ja. Ich würde zwar sagen, dass in der Regel Milchprodukte oder Brot besser geeignet sind, um Schärfe abzulöschen, aber lasst euch das Bier schmecken. Prost. Prost. Sehr gut ist das. Sehr gut ist es. Und es hilft jetzt auch sehr gut. Hm. Turbo ist es aber jetzt von der Alkoholanzahl nicht besonders, oder? Na bitte, 5,7%. Ja, naja,
wenn ich da so an normale belgische Biere denke, die haben in der Regel zwischen 5 und 6%. Bei Trappisten und Abteibieren liegt der Alkoholgehalt sogar zwischen 6 und 12%. Im Starkbiersegment wäre mein Favorit das Abtei Delirium Tremens mit vergleichsweise läppischen 8,5. Aber normales, untergäriges Bier hat meist zwischen 4,5 und 5,4. Und damit liegt das Turbo-Bier mit 5,7% tatsächlich über dem Durchschnitt. Genauso wie Markus' Leistung im Chili-Ess-Wettbewerb. Ja, das war ein sehr lustiger Wettkampf, weil es ist wirklich so wie im Fernsehen, wie du das vorstellst. Ja. Sitzen die Leute nebeneinander. Und beißen in Chilis. Beißen in frische Chilis und du hast so, ich glaube, 1 Minute Zeit für so einen Teufel da. Ja. Und wie viel hast du da essen müssen? Boah, also beginnt von bei relativ milden, so Jalapenos. Ja. Und dann bist du irgendwann beim Thai-Chili. Ja, weil da geht ja noch auch, finde ich. Aber dann hast du den Carolina Reaper, die schärfste Chili der Welt. Okay. Und bis zum Carolina Reaper isst nur, also isst du ganze Früchte. Ja. Und dann ist nur noch ein Gramm. Bei uns kommen jetzt noch etwa 5 Gramm Paprikapulver, 100 Milliliter Wasser und vorerst nur ca. 3 Gramm Chili in den Topf. Man muss es ja nicht übertreiben und riskieren, dass es einem geht wie Marco nach dem Chili-Wettbewerb. Ich habe mich nachher im Bus gesetzt und wir sind heimgefahren. Und dann bin ich irgendwann nach einer Stunde aufgestanden. Ja. Da ist das Ganze ja noch im Morgen. Ja. Dreht sich nochmal um und es brennt so wie in Sekunde 1. Also schon im Morgen ist es... Du weißt nicht, es gibt Dinge, man muss nicht alles machen. Nein, man muss echt nicht alles. Das habe ich mir dann auch gedacht. Bull sei nicht immer so blöd. Schwarze Bohnen, weiße Bohnen. Und also Chili, Sie wissen, jedes Böhnchen ein Tönchen und natürlich Mais. Und du bist so lieb und rührst jetzt um und kannst die Hälfte von dem Koriander dann noch zusammenhocken. Boah, ich liebe Koriander. Ja, mach das auch gerne. Und ein bisschen Limettensaft gemein. Und nachdem der von Marco gehackte Koriander ins vegane Chili gewandert ist, bekommt er auch schon die nächste verantwortungsvolle Aufgabe. Du darfst es jetzt salzen. Pfeffern war es nicht. Ja. So gleich? Kann gleich rein. Ja. Nicht homöopathisch, wenn du so lieb bist. Ja, das ist eigentlich das Schlimmste, dass viele Leute Veganismus mit Geschmacklosigkeit verwechseln. Überhaupt nicht, finde ich. Also, wer glaubt, ihr seid Veganer? Warum irgendwo hinkommen und dann so, ja, aber der wird trotzdem nicht, deswegen, dass nicht schmecken darf. Ja. So, ich heize jetzt mein Rohr vor, denn wir wollen ja unsere Chips wollen wir natürlich knusprig haben. Ich werde sie für mich mit ein bisschen Cheddar Cheese bestreuen. Du kriegst das natürlich ohne. So. Dankeschön. Umluftgrill grob, das wollen wir haben. 200 Grad ist mir zu wenig, das stellen wir noch ein bisschen größer. Ja, 200 und... 50, Vollgas. Super. Wenn Turbo-Bier da ist, müssen wir den Turbogang einschalten. Jetzt belegt Oliver die eine Nacho-Hälfte nur noch mit Cheddar-Käse und dann können sie auch schon zur Knusper- und Schmelzbehandlung in den Ofen. Schon beginnt der Endsport. Zur Verfeinerung des Reises gibt Marco noch etwas Salz, Limettenabrieb und Limettensaft hinzu. Das ist übrigens ein guter Tipp mit der Limette im Reis. Ja, das ist recht super. Ah, schau mal, wir haben sogar vegane Schokolade. Oh. Schau mal, vegane Schokolade. Oh. Sag's nichts mehr. Bitte alle Konzertveranstalter dieser Welt jetzt ganz gut aufpassen. Ja, ein bisschen Schokolade hilft nämlich im Chili. Wenn man einen richtig guten, geilen Geschmackston drinnen kriegt. Ja? Und nicht die Kochschokolade. Oh. Aber das mit der Brühe ist schon ein Problem, da musst du sehr nah hingehen. Ja, das stimmt. Dabei geht's noch, jetzt brauche ich noch keine Augengläser. Aber ja, das ist in meinem Fall war das doppelt schlimm. Ja, für Marco könnte das gleich zum Dinner in the Dark werden. Aber um diesen Genuss gleich zu schmecken, muss er ja nicht besonders viel sehen. Nachdem sich die gehackte Minze nun mit dem Reis vereinigt hat, die Nachos den Ofen verlassen haben und das Chili auf seine Schärfe getestet wurde, darf angerichtet werden. Saftig feuriges Bohnenchili mit erfrischendem Minze-Limettenreis und knackigen Käse-Nachos. Dieses vegane Chili ist mit allen Aromen gewaschen. Fleisch werden Sie hier garantiert keines vermissen. Aber wie lautet das Urteil vom Chili-Kenner Marco? Und? Hast du schon? Na, was? Ja, auf geht's. Boah. Ist das scharf, oder? Nein, das ist traumhaft, ja. Ich kann nur noch mal sagen an alle Veranstalter dieser Welt, bitte schreibt euch das auf.
Dieses Rezept finden Sie auf kochmitoliver.at. Und wenn er kommt, ja, einfach nachkochen. Ja. Nur den Käse bitte nicht. Ja. Vegetarisches, veganes Chili sogar. So einfach kann das funktionieren. Selbst wenn man nicht jeden Tag kocht, so wie du. Eben. Ja, und auch die Fleischverehrer kommen jetzt auf ihre Kosten. Zart, fluffig, käsig. Der Juicy Lucy Burger. Hallo und herzlich willkommen bei Rock mit Oliver. Leider meine letzte Sendung, aber diesmal mit einem großartigen Gast, und zwar Marco von Turbobier. Ja, servus. Du bist Veganer und deswegen machen wir jetzt einen gescheiten Burger. Ja, du, aber nicht vegan. Ich hilf gern. Genau. Es gibt auch was dazu, und zwar Süßkartoffel-Wedges. Die machst du? Oh ja. Weil quasi ums Fleisch kümmere ich mich. Ja? Okay. Für diesen traumhaft saftigen und käsigen Juicy Lucy Burger zahlt es sich wirklich aus. Aber auch die Cross- und Süßkartoffel-Wedges können sich absolut sehen lassen. Die sind in dem Fall natürlich Markus' Arbeitsteil. Wir lassen die Schale dran, vorher mal ein bisschen abwaschen. Okay. Dann kappen wir die Enden. Du halbierst das und machst dann so Wedges draus. Okay, das kann ich, ja. Das kann ich? Sehr gut. Und Oliver kümmert sich um das Herz des Burgers, das Rindfleischlaberl. Dessen beste Freunde sind natürlich Salz und Pfeffer. Bei Marco wären das Bier und vermutlich Bier. Wobei es ja auch Freunde mit gewissen Vorzügen gibt, oder? Wie ist das mit den Groupies? Ja, natürlich war das war klar, dass das jetzt kommt. Das lag auf der Hand. Ja? Also. Na ja, klingt jetzt nicht sehr begeistert. Man stellt sich das oft so spektakulär vor, aber so spektakulär ist es dann. Sind die dann schier, oder? Nein, aber meistens sitzen wir irgendwie alleinig im Backstage-Raum und trinken unser Bier. Okay. Also, ich darf jetzt gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Aber ist nicht. Es geht um die Uhrzeit auch noch nicht, glaube ich. Was auf Turbo-Bier-Konzerten passiert, bleibt also auf Turbo-Bier-Konzerten. Dann eben zurück zum Cheddar. Klein geschnitten darf sich der jetzt unters Fleisch mischen. Und auch die nächsten Schritte in Sachen Süßkartoffel-Wedges sind eigentlich ganz simpel. Und dann werden wir da ein bisschen Öl reingeben, und dann habe ich noch einen kleinen Tipp für Sie. Das hier ist Kartoffelpüree-Pulver. Das geben wir auf die Süßkartoffeln obendrauf. Und das macht nichts anderes, es ist dehydrierte Kartoffel, und da ist übrigens auch nichts drin, was du nicht essen wollen würdest. Und das saugt quasi die Feuchtigkeit von den Süßkartoffeln auf, und somit werden die noch viel crunchiger. Okay. Und sobald Marco sie fertig zerstückelt hat, kann es auch schon mit der Marinade losgehen. Oder aber auch nicht. Ich bin mir ja nicht sicher, ob Sie es jetzt gesehen haben, aber Marco hat da ein paar Schritte ausgelassen. Nur so eine Vermutung. Nein, warte mal, Entschuldigung, alles retour. Ja. Das müssen wir salzen, es muss ein bisschen Öl rein und dieses Kartoffelpulver. Das kommt als Basis? Ja, quasi. Uiuiui. Nein, nicht so schlimm. Alles gut, wir haben sie noch rechtzeitig gerettet. Also ein bisschen Olivenöl. Olivenöl. Ja, schmeckt auch gut. Ja, bisschen Salz. Bisschen Salz. Und eben die so zwei große Prisen oder sag mal ein Drittel von dem, was in der Schüssel ist, von diesem Kartoffelpüreepulver. Und du bist lieb und verrührst das dann alles, vermischt das. Ja. Und dann kannst du auflegen. Vermischt wird jetzt auch der Käse mit dem Faschierten. Wobei ich den Eindruck habe, dass bei Marco noch immer nicht ganz angekommen ist, was Oliver eigentlich von ihm wollte. Dadurch, dass du den Burger nicht isst, darf ich ihn jetzt braten, wie es mir Spaß macht. Ja. Und ich persönlich dadurch, dass es reines Rindsfaschiertes ist, mach das nicht ganz durch. Ja? Sondern hätte es gerne rosa. Eh alles, oder? Ja. Nein! So, ich habe heute Schwierigkeiten mit Erklären. Das kommt oder ihm mit aufpasst. Vielleicht, oder eine Mischung aus beiden. Okay. Na gut, dann nochmal. Die Süßkartoffelstücke werden jetzt mit etwas Olivenöl, Salz, Pfeffer und Kartoffelpüreepulver vermengt. Und dann können sie auch schon aufs Backpapier. Dieses muss in dem Fall nicht extra eingefettet werden, da die Süßkartoffeln ja bereits mit etwas Olivenöl mariniert sind. Nachdem Marco diese Aufgabe dann doch gemeistert hat, kann Oliver jetzt die Burgerleibchen formen. Aber Marco scheint jetzt doch ein bisschen was aus dem Nähkästchen preiszugeben. Ein Tourleben ist schon was ein bisschen heftig ist, oder? Es ist nicht immer ein Wellnessurlaub. Vor allem, wir sind da keine Kinder von Traurigkeit. Und es kann, also man merkt so, wenn du nach zwei Wochen wieder heimkommst, der Körper denkt sich, das waren zwei Jahre. Unbedingt. Aber natürlich, weil jeden Tag Bier trinkt ohne Ende. Ne? So, die Wedges gehen wir jetzt ins Rohr. Warte mal ganz kurz. Ich habe das Rohr vorgeheizt, übrigens ganz wichtig. 200 Grad Heißluft. Die brauchen jetzt ungefähr, ich würde sagen, 15 Minuten.
Das ist der Vorteil von den Süßkartoffeln. Die brauchen nicht allzu lang. Du bist jetzt weiter auf deiner veganen Seite mit Schnittlauch, ja, und griechischem Joghurt dran. Das kann salzen ich. Und salzen Schnittlauch schneiden. Und untermengen. Ja, das klingt einfach. Aber das dachte ich auch schon bei den Süßkartoffeln. Das Schnittlauchhacken schaut ja schon ganz gut aus. Die Patties, also die Laberl, können sich jetzt schon in der Pfanne zum Grillen niederlassen. Richtig schön andrücken mit der Hitze. Damit 15 dabei, ein bisschen damit reduzieren. Erstens eine schöne Maserung bekommen, also dass es so aussieht, als wenn es richtig schön gegrillt wäre. Und wir wollen ja haben, dass das Fleisch innen warm wird, also kalt wollen wir es nicht essen. Und deswegen muss das ein bisschen Hitze haben. Sehr gut. Salzen tust du es noch bitte? Das mache ich noch. Und ich gebe dir von da hinten ein bisschen Essig. Oder weißt du was? Gib ein Bier rein. Das probieren wir jetzt einfach. Warte, dann mach ich ein frisches auf. Ja, ja, eine gute Idee. Bier und Burger klingt jetzt schon köstlich. Damit sie Burger dann aber auch schön knackt, schneidet Oliver eine rote Zwiebel in grobe Ringe. Und jetzt kommt einer der schönsten Momente. Das Wetten der gegrillten Burger-Patties. Das ist wie draußen gegrillt. Schön crunchy. Und innen juicy. Eben deswegen Juicy Lucy, weil der Käse drin ist. Medium Rare heißt in der Mitte saftig und außen resch. Genau, aber es soll in der Mitte noch blutig sein, aber nicht kalt. Das ist eben das Wichtige. Deswegen darf Marco zwar jetzt schon die Paradeiser für unseren Burger in Scheiben schneiden, aber dann müssen sowohl die beiden Herren als auch die Burger-Patties eine kleine Pause einlegen. Denn wir wollen zwar unsere Süßkartoffel-Wedges schön crunchy und durch, aber unser Fleisch im Gegensatz dazu zart rosa und eben nicht durch. Mit einem Bier dauert die Pause dann aber nur halb so lang und es kann auch schon wieder losgehen. An die Kameras. An die Kameras, genau. Aber die heißen gar nicht Andi. An die Arbeit. An die Bar. Gehen wir lieber wieder an die Burger. Dafür zerteilt Marco schon mal ein paar Salatblätter. Aber nicht nur Salatblätter zerteilen kann er. Mit seiner Band zeigt er sogar politisches Engagement, auch wenn das nicht ganz so ernst gemeint ist. Du sag mal, ein Parteichef bist du auch noch, oder? Stimmt ja, das ist wahrhaftig so. Wir sind auch in der Politik wahrhaftig tätig. Und zwar haben wir gegründet die Bierpartei Österreichs. Und das ist wirklich eine im österreichischen Parteienregister eingetragene Partei. Auf Position Nummer 90. 90? Was ist, kommt da noch vor euch, die Quietschentenpartei oder was? Da ist, sind allerhand Bürgerlisten aus Tirol, glaube ich, dabei. Das ist so, Österreich ist ja das Land der 1000 Parteien. Ist es das? Wusste ich bislang nicht. Sagt man, glaube ich, ja. Und da gibt es quasi seit 63, 67 irgendwie dieses Register, wo sich jeder wo sich Parteien eintragen lassen kann. Und wir sind dann jetzt blöd. Und haben uns da gedacht, da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Satzung geschrieben ins Innenministerium. Was ist geschickt. Euer Credo? Warum geht es in eurer Partei? Also, Bier für alle. Wir verstehen uns als legitime Vertreter aller Bierfreunde Österreichs. Gut. Und vertreten. Wir stehen für all das ein, was leibend ist. Da kann Marco eigentlich nur von diesem traumhaft saftigen Juicy Lucy Burger sprechen. Kross angebratene Brötchen mit Ketchup bestrichen, darauf zart rosa Rinderfleischlaber gefüllt mit Käse, knackige Tomaten, Zwiebel und Salatstreifen, getoppt von einem cremigen Bierjoghurt Schnittlauchdip und knusprigen Süßkartoffel-Wedges. Also mir würde jetzt nichts Besseres einfallen. Marco, wir könnten das theoretischerweise jetzt kosten. Ja, aber das tun wir nicht, weil du kannst ja nur die Süßkartoffeln, wir kosten das nachher. Ja? Weil du musst dein Essen dir auch verdienen, selbst wenn es nur die Süßkartoffeln sind. Und ich freue mich schon richtig auf diesen Juicy Lucy Burger. Aber vorher gehen wir noch was spülen. Ich bin dabei. Schwarz oder weiß? Ich nenne es, ein Mensch ist ein Mensch. Auch gut, das machen wir. Trifft das ganze Jahr viel Leid und hab nicht mit jedem mehr Freude. Und manchmal denkt man sich einfach heute bitte zusammen. Doch bist du lebend zu mir, dann bin ich lebend zu dir. Und bist du freundlich zu mir, komm setz dich her, trink ein Bier. Ob schwarz oder ob weiß, ob's wo kalt ist oder heiß.
ein Mensch ist ein Mensch und aus. Ob rot oder ob gelb oder vom letzten Fleck der Welt, ein Mensch ist ein Mensch und aus. Ein Mensch vom Leben sind wir alle gleich, einfach nur ein schöne Leid, völlig egal, ob's du am Wurst oder reich. Ein Mensch vom Tag sind wir alle gleich, da Obdachlose und der Scheich, wie ein kleiner Fisch im großen Teich. Aber man nicht gern teilen mag, was tust mit deinen Sachen am letzten Tag, weil dass das mitnimmst ins Grab, geht leider nicht. Doch bist der Haberer von mir, werd ich ein Haberer von dir. Und bist du freundlich zu mir, komm, setz dich her, trink ein Bier. Ob schwarz oder ob weiß, ob's wo kalt ist oder heiß, ein Mensch ist ein Mensch und aus. Ein Mensch ist ein Mensch und aus. Oder, oder vom letzten Fleck der Welt, ein Mensch ist ein Mensch und aus.